Ja, machen wir es am Sonntagabend, ist ja kein Thema. So, Tweet ist raus. 8 Spiele? Alter, die haben das Match-Turniersystem announced und nicht die Spieler. Ey, sind das Pepegas. Deswegen stand da auch Big Premier League Announcement und nicht Player oder sowas. Das ist ja richtig Müll. Das ist einfach nur das Matchformat. Was ist denn das, Alter? Und ich glaube, da ändert sich nicht viel dran. Also, am Matchformat an sich ändert sich nichts. Moment, doch, es ändert sich freilich was. Schauen wir es uns an. So, das ist das Ding von gerade. Also übrigens, das war der Tweet von heute Nachmittag. Ne? Big Announcement 19 Uhr GMT, also 20 Uhr. Und alle in die Kommentare. Spieler, Spieler, Spieler. Gut, ist egal. Spieler, alle auf die Spieler gegangen. Kellen Rütz bin ich nämlich auch dafür, habe ich auch auf meiner Liste stehen. Alle auf die Spieler. Und was kommt? Das Match-System. Introducing the new format to 2022 Kazoo UK Premier League, the biggest shake-up. So, 8 Spieler, ein Gewinner jede Nacht, 17 Wochen. Ja, macht Sinn. Ein Champion. Okay, schauen wir uns jetzt mal kurz den Groß an hier. Sieht man das dann? Ja, sieht man. Also gut, 4, jeder spielt. Ach so, ja, warte mal kurz. Das ist nicht. Das ist nicht jeder gegen jeden. Also schon, aber du hast. Oh. Du kriegst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast 7 Spiele. Und so hattest du immer nur 5 Spiele pro Abend. Deswegen auch Best of 11. Es ist sowas immer einfach 12 Legs. Also es kann doch auch 6-6 ausgehen. Jetzt hast du aber, dass immer irgendjemand verliert. Und immer irgendjemand gewinnt. So. Top 4 in the Playoffs. Gut, das kommt. Was? 1 Million? Das war mal 865k. So, Top 4 in the Playoffs. Gut, das ist aber am Ende jetzt. Also hier, du hast jeden Donnerstagabend hast du schon mal richtig competitive shit. Weil der Gewinner kriegt 5 Punkte plus 10k Bonus. What the fuck? What the fuck, Alter. Run-up, also kriegt 3 und Semifinals kriegt 2. Also Run-up ist der im Finale verliert. Du kannst nicht raus sein, nein, deswegen kommt das Punktesystem. Wenn jetzt ein, weil wir dann gerade sehen, Gervin Price da oben, 5 Nächte gewinnt, kriegt er schon mal 50.000 Pfund und 5 Nächte mal 5 Punkte, scheiß auf my turn, 25 Punkte. Er kann aber auch natürlich in der ersten Runde raus, für den Richter gar keinen Punkt. Ist er Halbfinalist, erste Runde gewinnt er, also Runde. Runde ist pro Abend. Verliert er die, gewinnt er die erste, verliert die zweite. Ist er Halbfinalist, kriegt 2 Punkte. Das ist an sich schon ein ziemlich lustiges System. Also spielt ein Price gegen Van Gerwen im Halbfinale. Kriegen beide schon mal sicher 2 Punkte. Und der ins Finale kommt, kriegt dann 3, sicher. Und wenn es gewinnt, kriegst du 5, aber nicht addiert, sondern es werden einfach mehr. 2, 3, 5 und wer es gewinnt, kriegt 10k Pfund. Also musst du bloß eine Nacht gewinnen und hast dann quasi einen Stundenlohn von, keine Ahnung, 3, 4k Pfund. Weil du das ganze Ding wird mindestens mal 3 Stunden dauern, denke ich. Aber für Best of 11 ist nicht viel, muss ich sagen. Das ist 6 zu 5, es gibt kein Sudden Death Lag, denke ich. Für 5 zu 5 ist einfach wieder Last Lag Decider, so wie sich das hier anhört. Ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen, dass du jeden Abend selber ein internes Turnier quasi ausspielst. So, und wenn wir es noch ein bisschen komplizierter machen, gehen wir auf die Homepage von denen und lesen uns das mal kurz durch. Mal gucken, ob da ein bisschen mehr steht. With 8 players to contest 16 Mini-Events during the season ahead of the players. Genau, du hast quasi 16 Mini-Events und dann kommt die Playoff-Nacht, wie es hier stand. 4 in der Player. Also die besten 4 von dem Punktesystem spielen dann aber untereinander diese Trophäe im Hintergrund aus, glaube ich, 200.000 Pfund oder so. Also in Grüßpreis haben wir aufgecheckt. A new development, dafür ist sie die Premier League. Also nur 8 Spiele sind, ist halt richtig verwirrend. Ja, genau. 16 Spielnächte, League Nights, Premier League Nights und sowas. Individual Events comprising the Quarterfinal, Semifinal and Final over the Best of 11 Leg. Habe ich gerade erklärt. Das Viertelfinale, wo alle mitspielen. Die Gewinner spielen Halbfinale.
Und die Gewinner spielen das Finale. Wer das gewinnt, kriegt die 5 Punkte plus 10.000 Pfund und dann halt 3 oder 2 Punkte für Verlierer, Finale und Halbfinale. 5 to Winner, 3 to Runner-up und 2 Semifinals, genau. Und wer natürlich die erste Runde des Viertelfinale verliert, kriegt halt gar keinen Punkt. Dann bist du quasi wieder 5 Punkte hinterm Gewinner. Das ist natürlich krass. Genau, und die Top 4 nach diesen 16 Nächten machen dann die Playoffs. Across the 16 weeks, players will face each other twice in a quarterfinal tie to form the draw for 14 nights. Was? Ich habe 8 Spieler, jeder spielt gegen jeden, also habe ich, genau, da muss ich gegen 7 Leute spielen, habe dann 14 Nächte, okay. With the additional 2 nights, seeing the stars face off again. Seeing the stars face off again. Die, die dann vorne liegen, oder was? Oder ist es einfach dann Nacht 1 und 2 wird Nacht 15 und 16, oder was? Da bin ich jetzt gerade noch nicht ganz mitgekommen, was das hier sein soll. Genau, every night throughout the season has its own champion and will provide even greater value for fans attending and watching around the world. The 8 player field for the 2022 Premier League will be confirmed in due course. Also in naher Zukunft. Plus 2 further nights will feature additional fixtures in the same format. Plus 2 further nights 15-16 will feature additional fixtures in the same format. Same format ist glaube ich additional. Zusätzliche gesetzte? Es könnte halt wirklich, dass hier irgendwie 1 gegen 2 und sowas spielt, ne? Also aus der Liste. Es könnte halt wirklich sein. Und das wäre dann Ultra-Pock. Da könnte vielleicht der Erste sogar noch rausfliegen. Weil wenn der Erste gegen einen Zweiten verliert, müsste dann gegen einen Gewinner von 3 gegen 4 spielen. Dann könnte der nochmal mindestens auf Platz 3 zurückfallen, wenn es ultra knapp abläuft. Amen. Das ist ein interessantes System. Also finde ich eigentlich ganz geil, dass jede Nacht den Gewinner der einfach so, gut, wir machen jetzt nochmal schnell 5 Matches, 12 Legs, maximal 6-6, gibt nur Unentschieden und ballern. Weil hier musst du jetzt nämlich nie mehr auf Punkte gehen oder auf Leg-Differenz oder auf irgendwas. Also du gehst auf Punkte, klar, aber du brauchst keine Leg-Differenz mehr. Das System haust du halt komplett durcheinander jetzt. Und es sind dann auch die besten 8. Das ist natürlich die Frage, wenn da wirklich die 6 Leute aus der Order of Merit gesetzt sind, da sind es noch 2 statt 4 Plätze. Dann bleibt noch ein Slot übrig. Muss ich mal kurz anschauen, die. Die Live Order of Merit, wer da nicht drin ist. Price Wright von Gavin Wade Smith Anderson. So, das sind die 6. Und dann hast du aber den letztjährigen Gewinner, Johnny Clayton, der ist nur 8, ist aber trotzdem dabei. Da hast du einen Slot frei. Einen. Außer die nehmen die Top 8 der Order of Merit, dann wär's de Sousa, der ist 7. Oder haben sie es deswegen noch nicht nach der WM angekündigt, weil sie das Format noch nicht ganz sicher hatten? Oder ob sie das Preisgeld erhöhen sollen? Das kann halt auch jetzt sein, das weißt du halt jetzt nicht, ne? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Finde ich, wie gesagt, finde ich geil. Schauen wir uns mal an. Finde ich jetzt mal auf den ersten Blick interessant. Hab schon Schlimmeres gesehen. Zum Beispiel Trackmania Grand League.